Ein wunderschön. Audi Q7, Baujahr 2012. Probleme mit der Lüftung, da geht gar nichts mehr. Hat früher mal gequietscht, der Lüfter. Jetzt ist er fest und bewegt sich nicht mehr. Den werden wir jetzt wechseln. Los geht's. Wir befinden uns im Innenraum, weil wir ja das Umweltgebläse wechseln wollen. Das sitzt hier unten drin. Das macht hier drinnen gar nichts mehr. Früher hat es mal gequietscht, jetzt ist es fest. Man kann Lüftung anmachen, Frontscheibe, es geht nichts mehr. Deshalb wechseln wir das ja auch. Dafür müssen wir aber Handschubfach ausbauen und die untere Platte ab. Das zeige ich jetzt. Los geht's. Erstmal die drei Schrauben hier unten. Einmal hier, hier und hier. Die schrauben wir zuerst ab. Dann haben wir nämlich das untere Teil schon mal gelöst vom Handschubfach. Die Schrauben sind raus. Jetzt nehme ich das Blech hier unten ab oder die Plastikverkleidung. Die ist nur gesteckt. So, jetzt nicht gleich mit aller Gewalt abziehen, weil hier ist nämlich noch eine Lampe mit drin für die Fußraumbeleuchtung. Die machen wir auch gleich mit ab. Und dann können wir das schon mal ordentlich weglegen. Jetzt sehen wir schon den Lüfter hier. Dazu trotzdem erst Handschubfach raus. Einmal öffnen. Und hier sind auch drei Schrauben. Die kann man leider nicht sehen. Aber wenn das nachher raus ist, zeige ich, wo sie ungefähr sitzen. So, jetzt geht die letzte Schraube raus. Ein bisschen mit unterhalten, dass das nicht gleich rausklappt. Ich zeige gleich wieder warum. Nee. Und zwar haben wir jetzt alle Schrauben lose. Jetzt kommt es nämlich auch schon raus. Am besten nicht fallen lassen, weil hier sind nämlich noch ein paar Kabel dran mit Beleuchtung. Die machen wir jetzt schnell mal ab. Die muss ja nicht dauerhaft leuchten jetzt. Na komm. Oder wir machen es zu, das geht auch. Aber da ist die meiste Spannung drauf. So kann ich es nämlich liegen lassen und muss das nicht alles abmachen. Wie gesagt, hier zu sehen, hier ist noch ein bisschen Schaumstoff vor. Da sind ein paar mehr Schrauben, die wir abmachen müssen. Die zeige ich jetzt gleich. Hier befindet sich das gute Stück. Jetzt kann man es ein bisschen besser sehen. Erstmal muss der Stecker ab. Na komm. Der will auch nicht so, wie er soll. Doch, da sind immer diese Fangnasen dran. Und ansonsten haben wir nachher die Schrauben. Einmal hier, hier. Andere Seite sind auch zwei hinter dem Kabelbaum. Da glänzt schon eine hervor. Und hier oben sind noch zwei, plus die kleine hier hinten. Und die schrauben wir jetzt raus. So, letzte Schraube ist raus. Und damit bauen wir es auch ab. So, und raus mit dem Ding jetzt hier. Und damit haben wir es ausgebaut. Dann hole ich jetzt mal das Neuteil. Hier ist das Neuteil. Link ist unten in der Beschreibung, wo ich es bestellt habe, beim größten Online-Plattformhändler. Also kriegt ihr aber auch bei Audi, bei jedem anderen Online-Teile-Service. Das Ding ist nicht, ist auch in mehreren Modellen verbaut. Ich glaube auch immer 6. Ansonsten bauen wir das jetzt ein mit ein bisschen Feingefühl. So, letzte Schraube ist angezogen. Damit ist er auch wieder fertig. Machen wir die Stecker ran. Stecker ist auch wieder dran. Hier oben ein bisschen dieses Dämmmaterial wieder dahin stecken, wo es soll. Ansonsten bauen wir jetzt wieder das Handschuhfach ein. Wie versprochen, hier oben, muss ich mal selber gucken, hier sind genau immer so ungefähr auf der gleichen Höhe, sind hier die drei Schrauben für das obere Teil. Erst wieder den Stecker rein. Warte, ich bereite mir erst eine Schraube vor.
dass ich das auch gleich ansetzen kann. Das heißt, Stecker wieder rein. Einmal wieder öffnen bitte. Dankeschön. Licht geht auch an. Sehr schön. Segelrad. Und ansonsten geht's wieder weg. Als letzten Schritt die Verkleidung unten wieder rein. Wieder rein. Stecker nicht vergessen. Jetzt werdet ihr das immer legen. Hier hinten, ich weiß nicht, sieht man es. Hier ist ein Haken und hier ist ein Haken. Die müssen hier hinten reinpassen. Und dann passt das auch nur in einer Stelle. Wir sind fertig mit der Reparatur. Wir probieren das jetzt einmal. Also alle Daumen drücken. Und Moment. Das hört sich schon mal gut an. Das war der Lüfterwechsel. Das macht mit Sicherheit auch jeder Audi-Händler, vor allem in das Pause kurz davor. Die machen es mit Sicherheit auch noch schneller als ich. Ansonsten kann das auch jeder alleine, so wie er möchte. Ansonsten so wie immer. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.